Hallo, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zu der fünften Episode von Manic Mansion Mania, Rhythmen zum Reinbeißen von Markus D. und Gremlin. Mein Name ist Malomatic und es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid. So, ich hoffe, ich habe die Namen von den Autoren richtig ausgesprochen. Es sind dieses Mal tatsächlich zwei Autoren diesmal. Eine große Premiere bei Manic Mansion Mania. Bislang hatten wir es immer nur mit Einzelpersonen zu tun gehabt. Ja, und man sieht hier links Grüntentakel mit einer Soundbox oder so? Mit einem Lautsprecher? Keine Ahnung. Werden wir gleich noch zu sehen bekommen. So, legen wir einfach mal los. Razor kommt jeden Moment, um ihr Demo-Tape wieder abzuholen. Aber es ist irgendwie von meinem Schreibtisch verschwunden. Wo könnte es bloß sein? So, und... Ne? C32? Kein C64? Ich habe meinen alten Rechner vorerst gegen einen C32 eingetauscht. Na, können wir es benutzen? Das würde zu lange dauern. Okay, lange Ladezeiten und so. So war das damals noch. So, haben wir ein Radio? Mal gucken, können wir es benutzen? Na, Chloe. Okay, nochmal. Eine Probe in den Briefkasten. Den ganzen Tag über läuft der gleiche Kram. Ich habe genug Radio gehört. Warte mal. So, machen wir es nochmal neu, weil ich habe jetzt gerade was übersprungen. Entschuldigung. So, nochmal. Naklo. Romwell hat nun seine eigene Salzraffinerie. Naklo. Zu ihrer Einweihung wurde jedem Bewohner von Romwell eine Probe in den Briefkasten gelegt. Naklo. Probieren Sie Naklo noch heute. Naklo. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das verkaufen wollte. So, okay, das wollte ich nochmal wissen, was hier abgespielt wird. Deswegen, das war wieder mal ein bisschen zu schnell, weil das Problem ist ja, wie gesagt, wenn so ein kurzer Satz ausgesprochen wird und das läuft ein Automatismus ab, man kann aber die Texte mit dem Mausklick überspringen, dann kann es passieren, dass man aus Versehen den nächsten Satz wegklickt, weil das halt mit dem einen Satz zu schnell ging. Und mir fällt gerade auf, das Perpetuum Mobile läuft nicht. Was ist los? Meine Arbeit für Jugend forscht, preisverdächtig. Oh nein, Britney hat zugeschlagen. Es dreht sich nicht mehr. Ah, ich sehe, es ist mit Kaugummi verklebt. Sowas sollte man von ihr fernhalten, die blöde Kuh. So, können wir es mitnehmen und reparieren. In diesem Zustand kann ich es nicht gebrauchen. So, okay. Oh, das ist ein Buch. Darauf steht, brenne, Gütemist, brenne. Seltsam. Ja, das soll wahrscheinlich eine Anspielung auf die letzte Episode Mimikrie der Emotion von Dacian sein. Weil es ja auch da um Goethe ging. Oh, was ist jetzt los? Woher kommt diese Musik? Gute Frage. Das werden wir noch irgendwie herausfinden müssen. Abgeschlossen. Hier anscheinend, anscheinend wohl nicht. Abgeschlossen? Hä? Abgeschlossen? Komisch. Warum sind wir plötzlich nach unten gegangen? Egal. So. Jetzt hier weiter. Und da liegt was hier drauf. Und zwar Make-up. Gut, nehmen wir mal mit. Ist aber eine coole Mucke, muss ich schon sagen. So. Gucken wir erstmal hier. Okay, hat sich nichts getan, großartig. Oh, was liegt denn da? Ein Schraubenzieher. Okay. So. Und da haben wir ein Rechenlegen. So. Oh, der Zeiger ist ja ab. Was ist denn hier passiert? Können wir den Briefkasten öffnen? Ist da was drin? Die Salzprobe ist aber schnell angekommen. Ich nehme sie gleich mit. Ah, genau, das ist die von Naklo. Naklo. Okay. So, ach, guck mal einer an. Das fällt sofort auf. So ein dickes, gelbes Büchlein. So, nehmen wir das nochmal mit. Gucken wir mal, was da drin ist. Also, hier steht Buch über Alchemie. Hat dein Tintenfisch gefressen, was du einst mit Stolz besessen, rühre ihm sein eigen Wasser mit ein wenig Soße blasser. Kipp dazu ein Fläschchen Salz. Große Mahlzeit, Gott sei. Oh, das sollte ich nicht verschwitzen, natürlich vorher noch erhitzen. Ich verspreche Ihnen, sowas kommt nur einmal vor. Was mit dem Reim meinst du, Bernhard? Gut, okay, also wir haben schon mal so ein Rezept gefunden, für was auch immer. Gucken wir erstmal weiter. So, haben wir noch.
noch hier was? Schränke. Na, die Mikrowelle, ist da vielleicht was drin? Anscheinend nicht, aber wir gucken trotzdem mal. Eine Mikrowelle. Eventuell baue ich daraus mal eine Zeitmaschine. What? Aus einer Mikrowelle? Okay. So, da ist auch nichts. Okay. Nett, 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 nett. So. So, ich habe da schon mal eine Idee. Und was auffällt, die Gegenstände, die wir hier sehen, die sind selber gezeichnet worden anscheinend. Sieht cool aus. Denke ich mir mal. So, wir benutzen mal den Rechen. Ja, sehr schön. So, ab nach oben mit dir. Aha. Hey Grün, was soll die laute Musik? Hey Bernhard, das ist mein neues Band. Stark, oder? Apropos Band, hast du irgendwo eine Kassette gesehen? Hast du? Ja, das habe ich. Prima, wo ist sie? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Doch, das muss ich sogar. Wo ist es nun? Ich hab's gegessen. Du hast was? Das musst du verstehen. Ich hatte gestern Abend so einen Hunger. Und da mich deine Eltern nicht sehen dürfen, warum hast du dann die Musik so laut, wenn du weißt, dass sie das nicht dürfen? Sind sie denn da? Nö. Na also. Nun gut, irgendwie müssen wir das Band aus dir rauskriegen, sonst bringt Brazer mich noch um. Gut, wisst ihr, was eingefallen ist? Bringst du mir was zu trinken? Und nimm bitte meine leere Dose mit. Ach, noch etwas. Zieh dir mein neues Band rein. Ich dreh mal auf. Ja, 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 ja. Coole Mucke, was? Ja, 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 ja. Boah. Oh, verflixt. Der Schirm ist ausgefallen. Ja, okay. So viel dazu. Grün, was hast du hier angestellt? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Hier ist es ekelhaft. Du gehst auch da noch rein. Oh, okay. Lecker. Hallo, mein Freund. Hey, B-Man. Besteht irgendeine Chance, das Band wiederzusehen? Ich glaube nicht. Dr. Fred krähte meinen Magen so, dass er kein unnötiges Katzenstreu benötigte, wenn du verstehst, was ich meine. Klar. Wie lebt es sich so einsam und zurückgezogen? Oh, die meisten Nobelpreisträger verhalten sich so. Hegst du etwa Hoffnung? Nein, ich würde wohl eher als Experiment Erfolg haben. Moment. So, Entschuldigung, falls ihr das gehört haben solltet. Ich musste ganz kurz ein bisschen aufstoßen. So, ich suche dann nach einer Lösung. Bis bald. Bring nächstes Mal die Cola mit. Ja, doch. Aber mach erstmal diese Sauerei hier weg. Das ist ja ekelhaft. So, haben wir ein Kabel oder? Ja. Können wir es mitnehmen? So, ja, wir können es mitnehmen. Sehr schön. Ja, so, okay. Dann würde ich sagen, wir machen mal was ganz anderes. Was steht nochmal im Buch drin? Also hier steht, hat dein Tintenfisch gefressen, was du einst mit Stolz besessen, rühre ihm sein eigen Wasser mit ein wenig Soßeblasser. Kipp dazu ein Fläschlein Salz, große Mahlzeit Gott erhalts. Oh, das sollte ich nicht verschwitzen. Natürlich vorher noch erhitzen. Ich verspreche Ihnen, sowas kommt nur einmal vor. Ja, genau. So, wir brauchen auf jeden Fall noch etwas von Grüntentakels Schleim. Okay, können wir das so einsammeln? Ich habe etwas Schleim in die Dose gefüllt. So, okay. So, wir brauchen noch Perpetuum mobile. Mal gucken. Vielleicht mit dem Schraubenzieher. Dann wollen wir mal. Bingo! Ich habe mein Perpetuum mobile repariert. Ah, ich habe es heute mit dem Lesen oder mit dem Vortragen. So, mal wieder. So, dann haben wir das gute Stück doch mal eingepackt. So, habe ich schon eine Idee? Mal gucken, erstmal. Genau, wir müssen erstmal Make-up reinmachen, denn es ist ja weiß und wir wollen es ja blasser machen. Genau, so, und dann benutzen wir noch das Salz. Ich habe alle Zutaten für ein Brechmittel zusammen, genau. So, und jetzt wollen wir es mal erhitzen. Es ist kein Strom zum Erhitzen da. Was? Ja, dafür haben wir doch das Perpetuum mobile. Wir schließen es einmal an mit dem Kabel. Ich habe das Kabel an mein Perpetuum mobile angeschlossen. So,
Und dann schließen wir es noch mit der Mikrowelle an. Ich habe das Perpetuum mobile an die Mikrowelle angeschlossen. Ja, genau. Und jetzt machen wir es mal an. Es ist doch zu und so alles. Ja, meine ich doch. Vielleicht. Nee, nicht mit dem Kühlschrank, ich meine mit dem Perpetuum mobile. Ach nee, 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 ich. Ich sehe gerade, ich depp. So. Ich stelle die Dose kurz in die Mikrowelle. Genau, das wollte ich noch machen, habe ich total vergessen. Fertig. So. Dann wollen wir ihm das nochmal verabreichen. So, hallo Grün. So. Bitteschön. Hier, ich habe dir eine neue Cola gebracht. Danke, Bernhard. Wichtiger Hinweis: Diesem Tentakel geht es gut. Letztendlich ist es wohlauf. Bei der Programmierung dieses Spieles wurden keine Mutanten gequält. Und versuchen Sie das nicht zu Hause. Danke. Sie können froh sein, dass Sie das nicht sehen mussten. Aber immerhin, ich habe das Band. Sehr schön. Uff, gerade noch rechtzeitig. Hey, Bernhard, hast du mein Tape? Hallo, Razor. Ja, hier. Danke, aber warum riecht das so seltsam? Das wäre eine zu lange Geschichte. Ende. Das war's mit Episode 5. Das Lied, das Grün gehört hat, war übrigens Ditto Head von Slayer. Okay. Sehr schön zu wissen. Vielen Dank für die Info. Ja, wie gesagt, das war's mit. Ups, jetzt ist das Spiel zu Ende gegangen. Das war's mit Episode 5. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat auf jeden Fall die Episode Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen ekelhaft war, aber okay. So, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich hasse mich schon wieder. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Maniac Mansion wieder oder bei einem Video von meinerseits wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.